Hallo und willkommen zurück in Oberstdorf beim Skispringen. Wir sind beim Nordischen Nachwuchscup dabei. Wir haben gerade gesehen, Schanzenrekord hält Björn einer Rumören, ein wunderschöner Name, der hier ein bisschen abgekürzt wurde. Windbedingungen sind nicht perfekt. Training und alles habe ich mal wieder alleine gemacht. Jetzt auch eine neue Aufnahmesession für mich bedeutet, ich bin komplett kalt. Deswegen mache ich die Trainingssprünge gerade mal, um ein bisschen reinzukommen wieder. Gerade noch ein bisschen Fußball geschaut. Und jetzt geht's dort unten in den Hexenkessel. Heimspiel für unsere Springer. Und starten wird Richard Freitag. Und hopp. Ja, geht auch ganz gut los. Sollte für die Führung reichen. Ja, der Landeanflug war suboptimal, ein bisschen früh aufgemacht. Wie gesagt, muss erstmal wieder warm werden. Man braucht hier immer so ein paar Sprünge, um wieder richtig reinzukommen. Von daher, wie gesagt, nehme ich die Qualifikationssprünge jetzt mit. Richie Freitag, der ja ein bisschen Pech hat diese Saison. Häufig liegt er vorne und kann es im Endeffekt dann nicht im letzten Durchgang rumbringen. Aber jetzt, das war ein guter Sprung. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Severin Freund in blauen Anzug mit der Startnummer 2 als Zweiter des Gesamtweltcups. Andy Wellinger führt da ja souverän alle vier Weltcup-Springen gewonnen. Allerdings beim Blütencup war er, glaube ich, nur Dritter. Zu spät im Absprung. Dann heißt es jetzt einfach nur in die Richtung der blauen Linie nochmal eine schlechte Landung. Eieieiei, da fehlt die Anspannung. Mein Gott, muss mir wie gesagt erstmal wieder reinkommen. 78,3 Punkte, das reicht glaube ich noch nicht mal, um auf Platz 2 zu kommen. Macht nichts, ist nur die Qualifikation. Nee, damit ist er sogar nur auf Platz 5. Jetzt kommt Andy Wellinger, der Führende, der natürlich schon von vornherein den goldenen Anzug hat. Ja, schon wieder zu spät. Gibt's doch nicht. Der Sprung ist trotzdem besser und geht eigentlich auf eine gute Weite. Weiß nicht, ob es jetzt für Platz 1 reicht. Ist alles auch noch unerheblich, aber der war vom Absprung her natürlich schwach. Da ist die Sprungkraft überhaupt nicht am Schanzentisch explodiert. Ja, da ärgert er sich zu Recht, dass der Absprung zu spät kam. Allerdings trotzdem Platz 2. Severin Freund nur auf Platz 6. So, jetzt gilt es, 58,5 Punkte zu holen, sollte eigentlich kein Problem sein. Dafür haben wir jetzt aber auch eine Luke weniger, weniger Anlauf gleich, natürlich weniger Weite. Diesmal habe ich den Schanzentisch besser erwischt, aber auch kein guter Sprung. Weiß gar nicht, warum dieses tolle Geräusch jetzt kam, das habe ich noch nie so ganz verstanden. Irgendwas haben wir gut gemacht. Da ist die 20. Trotzdem kein guter Sprung. Das Timing ist noch überhaupt nicht da. 92 Meter. Die Haltungsnoten sind natürlich extrem wichtig. Fast 20 Punkte Vorsprung und da liegt er auch ganz klar jetzt in Front. Das sieht mir auch eher nach Regen aus als nach Schnee, was da von oben runter kommt. Das bremst natürlich in der Spur nochmal. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel mit drin ist. Ich glaube irgendwie schon ein bisschen zumindest. Ja, wieder nichts. Trotzdem, der Sprung sieht gut aus. Der geht auch nochmal deutlich weiter. Super Landung. Das könnte auch eine 20 geben. Na, 19,5 gibt es dafür nur. Den fand ich eigentlich sogar schöner als den davor. Aber auf jeden Fall weiter und bringt 86,5 Punkte. Bedeutet Andy Wellinger souverän in Führung. Da haben wir die Konkurrenz doch wieder deklassiert. 10 Punkte vor Severin Freund. Das ist natürlich auch nochmal deutlich. Jetzt kommt der Qualifikationssieger Richie Freitag, der ja einiges gut zu machen hat. Wir sind ja momentan jetzt im Nachwuchscup unterwegs. Bedeutet, hier werden die Punkte wieder mitgenommen. Vielleicht treffe ich mal den Absprung. Jawohl. Der sieht richtig gut aus, der sieht richtig gut aus. Und die Landung sitzt auch. Da waren jetzt zwei, drei richtig gute Sprünge dabei. Auch 98,5, fast 90 Punkte. Die 100 Meter werden im Finaldurchgang auf jeden Fall fallen. Weitenpunkte 30,3, aber der war schon ziemlich nice, muss man echt sagen. 92,9 V-Stellung im Flug. Gut, das wäre noch zu verbessern vielleicht. Aber an sich war das top. Alles weit über 90%. Mehr war, denke ich mal, nicht drin. Und damit gehen wir wieder als Top 3 ins Finale. Wir sehen, Michael Fürstenberg hat im zweiten Durchgang richtig guten Sprung hingelegt. 148 Punkte. Da müssen wir jetzt schon dagegen halten. Aber ich denke mal, die 100 Meter sind für Severin Freund drin. Absprung gut erwischt. Der Sprung sieht sauber aus. Der geht sogar Richtung K-Punkt. Ja, die 100 Meter haben wir auf jeden Fall. 106,5 Meter.
Das ist nochmal eine Hausnummer. Über 100 Punkte mit einem Sprung. Da drehen wir uns vor Freude mal zur Seite und Severin Freund macht mal eine Ansage an die Konkurrenz. 177,8, aber der Rückstand war auf Andy Wellinger schon relativ groß. Hier im gelben Trikot. Natürlich, hier gibt es jetzt heute nichts zu verteidigen. Aber es gibt einiges gut zu machen, vor allem auch für Severin Freund. Er hat es kurz geruckelt. Und ne. Oh. Oh. Eigentlich habe ich geklickt, eigentlich sogar rechtzeitig. Eieieiei. Ich meine, ich hätte eigentlich rechtzeitig geklickt, aber trotzdem reicht es noch für Platz 2 für Andy Wellinger, aber hier werden die Punkte ja mitgenommen. Das wird ganz schwierig. Nicht unbedingt der Wettbewerb des Andy Wellinger. So, Richie. Kann er gleich den nächsten Sieg einfahren? Guter Absprung, relativ ruhig im Flug. Der geht gut. Ja, wird eng, wird knapp. Bin gespannt, ob es reicht. 105, ein bisschen kürzer als Severin Freund. 100,5. Das wird ganz eng. Jetzt kommt gleich die Wertung, aber ich denke mal, das müsste für Richie Freitag eigentlich gereicht haben. Jawohl, da sehen wir es. 12 Punkte. Er hat natürlich einen großen Vorsprung im ersten Durchgang gehabt. Andreas Wellinger verliert ordentlich. Und Richie Freitag führt jetzt hier mit 30 Punkten Vorsprung. Also der nordische Nachwuchscup, das ist absolut sein Wettbewerb. Aber es kommen noch 4 Springen. Von daher nicht übermütig werden. Jetzt können wir wieder durchgehen. Andy Wellinger nur Dritter, leider, ja, Après-Ski gemacht, Fitness minus 1. Die Wette allerdings gewonnen, weil der andere nur 46. gewonnen ist. Jetzt haben wir schon 20.000, das Geld würde ich aber trotzdem mal sparen. Beziehungsweise wir können eigentlich im Shop gerade mal schauen. Skier hat da immer noch die Standard-Dinger, glaube ich. Genau, Aerodynamik 20, Balance 90. 20.000 haben wir. Die sind eigentlich ganz cool. Der Aerodynamik 40, 95 Balance. Die können wir eigentlich mal nehmen. Machen wir die dann auch noch irgendwie so golden. Ja, da ist auch ein bisschen grün dabei. Gibt es hier kein anderes golden? Na, dann machen wir die so. Kaufen wir die mal 10.800. Dann hat er nämlich auch nochmal neue Schuhe an die Wellinger. Wachsen tun wir natürlich auch, trainiert wird. Mal schauen, wo es jetzt nächste Woche hingeht nach Starms. Eine relativ kleine Schanze. Wind von der Seite, relativ starker Wind zum Teil. Wir sollen zwischen 70 und 89 Meter landen. Diese Aufgaben hasse ich ja immer wie die Pest. Thomas Morgenstern hält hier den Rekord. Morgenstund hat Gold im Mund. So, ging aber relativ fix. Der Wind ist nicht besonders stark, aber er kommt böig. Da weiß man also nie, was man bekommt. Starms sieht ein bisschen aus wie Zakopane. So, Absprung erwischt. Ach so, landen. So. Och, schade. Wäre eigentlich ein schöner Sprung geworden. Ja, Haltungsnoten natürlich nicht gut. Nur 74,8 Punkte, aber wir sollten ja da landen. Hat der Trainer doch gesagt, Mensch, musst es umsetzen, Andi. Was der Trainer sagt, wird gemacht. So, dann haben wir wieder 40 extra Punkte bekommen. Ist natürlich immer ein bisschen ätzend, das zu machen, aber wir nehmen es natürlich mit. Ja, der muss noch ein bisschen abnehmen. Jawohl, tut er auch. Fleißig, der Mann. So, Richie Freitag, der zweite Sieg in Folge, hat jetzt endlich auch die nächste Stufe erreicht. Können wir hier nochmal neue Punkte vergeben. Das ist jetzt schon populär. Und ein Lokalsender lädt sie zu einer seiner Sendungen ein. Vielleicht ist das der Beginn einer großen Karriere und einer wunderbaren Freundschaft mit sich selbst. Plus 3 immerhin bekommen. Wahnsinn. So, wir wachsen nochmal. Nicht zu verwechseln. Wir machen auch das Extra-Training. Und wir sollen mindestens 41 Punkte holen. Das sollte doch locker drin sein. Thomas Morgenstund ist auch blöd. Also wie gesagt, das mit dem Editor ist grauenhaft. Das ist nicht einfach so, dass man den Namen ändert. Da muss man sich quasi reinhacken.
Ach, wieder etwas verdreht weggekommen, aber der Sprung sieht trotzdem sauber aus. Machen wir eine Sicherheitslandung. Wir müssen ja hier nicht den letzten Meter rauskitzeln. Guter Sprung. 93,5 Meter. Natürlich immer noch nicht die Überweiten, die später aber noch kommen werden. Dauert nicht mehr lang. Dann werden wir auch Schanzenrekorde angreifen können. Sind jetzt ja, glaube ich, gerade erstmal in Folge 5. Und so viele Springen kommen auch gar nicht mehr. Ich glaube, die erste Saison wird 8 Folgen haben. So, was braucht er denn noch? Na, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Ein bisschen mehr Motivation wäre schön. Jo, das hat auch gut funktioniert. Und dann können wir auch direkt weitergehen. Severin Freund, Zweiter geworden. Och, schon wieder. So ätzend. Dauernd sowas, was man nicht beeinflussen kann. Das gerade in späteren Phase ist das ganz nervig, wenn du ewig lange brauchst, um 2 Punkte überhaupt wieder hinzukriegen. Jetzt ist es ja noch unerheblich. Aber da brauchst du dann wieder 6 Wochen, bis du das reintrainiert hast. Und so kriegst du nie einen wirklich richtigen Spitzenspringer. So, Severin. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, was wir machen müssen. Ich glaube, es waren 41 Punkte holen. Muss mir das echt mal angewöhnen, mir das auch anzuschauen. Hubala. Aber gerade noch so gelandet. Ja, aber die Aufgabe locker gelöst. 42 Punkte, 99 insgesamt. Und bei den Haltungsnoten sogar einmal die 20 vom Südkoreaner bekommen, die ja auch beim Training dabei sind. Klar. Im Training machen die ja normalerweise auch nie einen Telemark. So, machen hier auch nochmal ein bisschen Motivationstraining. Das sieht auch gut aus. Und dann gehen wir in den Wettkampf nach Stams. Und wir haben ja gerade schon gesehen, eigentlich lässt sich's ganz gut springen. Ist dann jetzt auch schon Nachwuchs-Eurocup, bedeutet quasi also wirklich Weltcup. Relativ wenig Wind. Die Trainingssprünge würde ich dann jetzt mal weglassen. Also die Quali-Sprünge, weil die haben wir ja gerade quasi schon gemacht. Dann ist jetzt hier auch Publikum da. Wir springen in Österreich als Deutscher. Da ist man nie so besonders beliebt. Und alle hopp. Sehr gut. Der sieht richtig gut aus. Sauber vom Schanzentisch. Gut gelandet. Gibt es eigentlich nichts zu meckern. 91 Meter. 19,5 bekommen wir. Andi Wellinger ist trotzdem nicht ganz glücklich. Aber das müsste die deutliche Führung sein. Ich glaube kaum, dass da noch einer weiterspringt. Auch von unseren Jungs nicht. Hat ja auch nochmal neue Skier. Das müsste sich jetzt auch auswirken. Severin Freund 69,8% die Wachseinstellung. Jetzt hat er sogar Aufwind, wenn er jetzt losfährt. Mal schauen, ob wir das bis unten hinretten können quasi. Jo, der sieht gut aus. Jo, also mehr ist nicht drin. Ich glaube, weiter kann man mit dem Springer auch nicht springen. Hat er immer noch, ich weiß gar nicht, ob Andi Wellinger auch schon, Severin Freund schon die neuen Skier hat. 91,8 Punkte, das war super. Damit nur ein Punkt hinter Andi Wellinger. Jetzt kommt Richie Freitag, der Doppelsieger der letzten beiden Male. Auf geht's, Richie. Er hat allerdings jetzt eher Seitenwind, wie wir gerade gesehen haben. Wind ein bisschen gedreht nach rechts. Oh. Etwas zu früh abgesprungen. Da geht es dann etwas kürzer. Na, so viel kürzer war der gar nicht. Wenn der überhaupt kürzer war. Auch 91 Meter. Auch die 20 gezogen. 93,8 Punkte. Damit die Führung für Richie Freitag. Wir haben jetzt nicht gerechnet. Da hinten wieder die etwas steife österreichische Flogge. Und damit geht Richie Freitag hier in Führung. Alle immer 0,8. Ganz wichtig. So, dann geht es schon in den finalen Durchgang. Wir haben ja die Qualifikation weggelassen. Alles beginnt mit Severin Freund. Der im Weltcup ja Zweiter ist. Und da ist eigentlich auch schon alles relativ gefestigt. Aber der Absprung war natürlich super. Das war auch ein sehr guter Sprung. Die Schanze scheint mir zu liegen. Gerade in der Anflugphase liegt mir das ganz gut. 94,5 Meter, da sollte aber vielleicht noch mehr drin sein.
97,1 Punkte. Die Führung ist es auf jeden Fall, aber ob das jetzt noch für ganz vorne reicht, ich meine, da wären auf jeden Fall mindestens die 95 Meter drin. So, jetzt wollen wir es aber natürlich auch nicht übertreiben. Ja, wieder eher Seitenwind jetzt für Andy Wellinger. Absprung ordentlich, ein bisschen verdreht rausgekommen, aber der geht weit. Super. Das war definitiv 95 Meter, das waren sogar 97, 98 Meter. Jawohl, 97,5. Dreimal die 19, über 100 Punkte bekommen wir. Das ist die deutliche Führung für Andy Wellinger. Jetzt kommt Richie Freitag, wo ich nicht glaube, dass wir da rankommen können. Wir sehen nochmal die leicht ruckelnde Wiederholung. Ah, der war schon ziemlich gut, auch vom Schanzentisch weg. Sieht immer etwas früh aus in der Animation. Relativ ruhig in der Luft. Die Landung sexy wie eh und je. Sehen wir alles 90er-Werte. Das ist immer so der Gradmesser. Rund 7 Punkte Vorsprung für Wellinger vor Severin Freund. Jetzt kommt Richie Freitag. Kann er den dritten Sieg in Folge feiern, nachdem es am Anfang der Saison gar nicht lief? Im Gesamtweltcup ist er ja weit zurück. Einmal im ersten Durchgang ausgeschieden. Uah. Etwas schräg rausgekommen und im allerletzten Moment gelandet. Musste Platz 2 sein für Richie Freitag. 95,5, da verliert er 2 Meter. Auch bei den Haltungsnoten ist er nicht ganz so stark. Weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß der Vorsprung war, aber ich glaube, dass es nur Rang 2 ist für Richie Freitag. Jawohl, so ist es auch. 3,6 Punkte Rückstand auf Andy Wellinger, der damit weiterhin dominiert. Das war schon sogar schon das sechste Springen. Sechstes Springen, sechster Sieg für Andy Wellinger. 600 Punkte. Richie Freitag macht ein bisschen was gut, setzt sich vor allem nach hinten wieder ab. Hat da hier den Nuller drin gehabt. Also ein bisschen wieder gut gemacht. 3000 Euro haben wir dazu bekommen. Wir wachsen wieder und machen gleich wieder Training. Versuchen doch es auch alles schnell zu machen. Zwischen 84 und 101 relativ starker Rückenwind. Jetzt geht's nach Lahti. Da sieht man hinten immer so ein kleines Eishockeyfeld. Ah, Silbersee heißt er also. Andi Goldberger heißt hier Andi Silbersee. Die Schanze habe ich immer ganz gern gemocht. Wie gesagt, da sehen wir hinten, ich glaube, das ist ein Eishockeyfeld oder einfach so eine Eisfläche halt. Und da kennt man auch immer dieses Windnetz, was dort unten rechts aufgebaut ist. So, wir sollen irgendwo landen zwischen irgendwas. So, da sind wir noch relativ in der Mitte gelandet. Aber wie gesagt, die Schanze hat mir immer gut gelegen. Mag die gerne. Früher war immer, ich weiß gar nicht bei welchem Skispringen, das war die Salt Lake City Schanze, fand ich immer prima. Da war so ein richtig breiter Schanzentisch. Da hat man sich ein bisschen verloren gefühlt, aber man hat den Absprung immer relativ gut getroffen. Zumindest ging es mir so. So, bist einfach zu dick. Bevor wir da immer so ein Fuddelarbeit machen, vergeben wir das jetzt eins. Richie Freitag hat schon wieder was verkauft. Na gut, aber jetzt hat er ja erst neue Sachen bekommen. Da muss er jetzt mit auskommen. Und Training bitte nicht wieder. Ach, wieder zwischen 84 und 101. Aber weiter kommen wir wahrscheinlich eh nicht. So, Schanze kennen wir ja von eben. Schön ist, die Scheinwerfer auch für unser Training angemacht wurden. Da hinten sehen wir auch Lahti, das Atomkraftwerk im Hintergrund. Sauber. Sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. So, ist ja wurscht. So, gelandet sind wir auch. So, Hammernoten kriegen wir natürlich auch noch von den Punktrichtern. Und jetzt dreh dich schon, du Sack. Richie Freitag, der leider den Sieg verpasst hat, aber jetzt in Lahti wieder neu angreifen wird. Jawohl, bin stolz wie Bolle. Minus 11,4 Grad. Eieiei, ist aber ganz schön kalt. So, dann geben wir ihm doch mal ein bisschen Motivation. Dann geht die auch mal über 40. Bei mir ist die Motivation auch immer so um die 40. Ja, klar, 600 Euro. Mutig zu wetten. Ah. So,
so unnötig, dieser Mist immer wieder. Mindestens 44 Punkte. Jetzt können wir die Schanze endlich mal ausspringen. Wie es im Fachjargon heißt, die Schanze ausspringen, weißt du Bescheid. Lach die, da lachst die kaputt. Jo. Alle mal lach die. Wie gesagt, da hinten das schöne Kraftwerk, was es auch immer ist. Sieht auf jeden Fall aus wie zwei Brüste. Aber es mag daran liegen, dass ich als Mann generell auf sowas fixiert bin. Jawohl, der war super. Ja, die Landung war auch butterweich, wenn auch etwas zu früh eingeleitet. 105 Meter, die 20 habe ich bekommen. Also haben wir bekommen, Entschuldigung. So, dann können wir wieder die Punkte verteilen. Was darf der? Darf auch ein bisschen Motivation trainieren. Kriegen wir auch die 40 hin, jawohl. Abgenommen hat er nicht und dann geht's rein in den nächsten Wettkampf nach Lahti und da wird auch gewettet um 1000 Euro. Die Jungs haben echt ein Wettproblem, habe ich das Gefühl. Robert Heutzer des Skispringens hier. Was war das denn für ein Geräusch? Ah, Feuerwerk. Ah, haben Leute noch nie gesehen hier in Finnland. So, Quali lassen wir wieder weg. Dann geht es nämlich direkt rein in den Wettkampf. Ansonsten ist es immer so ein bisschen, wenn wir jetzt eh keine weiten Rekorde machen können, dann müssen wir auch nicht da aus Luke 4 runterbrettern. Der Wind ist aber etwas stärker geworden. Mehr Rückenwind jetzt. Der war super. Jawohl, der war richtig gut, der Sprung. Die Führung ist es auf jeden Fall. Wir haben die blaue Linie gesehen, die war quasi direkt am Schanzentisch. 83,2. Natürlich jetzt keine Rekordweite, aber ein sehr ordentlicher Satz. Da freut der Andi sich auch zurecht. Also stimmt, wir sind ja als erstes gesprungen, deswegen war die blaue Linie so weit vorne. Und jetzt kommt Sibrin Freund, auch immer noch böiger Wind. Oh. Ja, Absprung war gut, da hat auch die Frau vollkommen zurecht gekrischen, gekreicht, gekroscht, was wie es auch immer heißt. Aber dann doch ziemlich verdreht vom Schanzentisch weggekommen. 98 Meter, gute Haltungsnoten, ähnlicher Bereich wie Andi Wellinger, ein bisschen besser, glaube ich sogar. Jo, 0,9 Punkte. Jetzt kommt Richie Freitag, der Dritte im Bunde, der jetzt hier als letztes in die Spur geht von unseren drei deutschen Startern. Gut aus, der sieht richtig gut aus, der geht weit, der geht weit, der geht weit. Super. Das müsste die Führung sein für Richard Freitag. Der jetzt richtig gut in Form ist und der springt als erster über 100 Meter. Sauber. Und das aus Luke 3. Wir dürfen jetzt im zweiten Durchgang ja nochmal mit mehr Anfahrt rechnen, dann sind vielleicht sogar, na, schaffen wir die 110? Schauen wir mal. Oh, die anderen sind aber auch nicht schlecht. 80,8, so dicht sind die normalerweise nicht dran. Ja, beim zweiten Durchgang haben sie dann auch nicht so viel geholt, da waren sie sogar eher schlechter. 153,5 spricht jetzt eher für mehr Rückenwind. Ja, mal schauen. Ja, Absprung nicht perfekt erwischt. Aber geht trotzdem noch gut. Sauber, und da kam wieder dieses schöne Geräusch, was einen so motiviert. 106,5 Meter, da ist die 20 wieder dabei. Der Pole hat es gezogen, der Brite auch. 101,4 Punkte, aber das wird nicht reichen. Dafür war es ein bisschen zu verdreht vom Schanzentisch weg. Und ich muss immer wieder auf diesen Hintern schauen, weil es so aussieht, als ob der Anzug da reingezogen wird ins Loch. Ja, also ins... Ja, ihr wisst schon, in welches. Jawohl, der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Der sieht richtig gut aus. Sauber. Aber nochmal ein Stück weiter. 107,5 Meter. Die 110 werden es nicht. Und viermal die 20. Nur der Schweizer hat es nicht richtig gesehen. Der war zu schnell.
Severin Freund damit jetzt doch Top-Favorit auf den Sieg. 188,8 Punkte. So viel haben wir bislang, glaube ich, noch nirgendwo geholt. Spricht dafür, dass die Springer immer besser werden. Die Motivation ist jetzt auch höher, weil wir es trainiert haben. Hey, ich trainiere Motivation und so. Ich bin Motivationscoach. Jawohl, der ist auch gut. Aber ein bisschen Seitenwind. Das wird nochmal eng. Ich glaube, das hat nicht gereicht für Richard Freitag. Auch von den Haltungsnoten her, nee. Ah, es wird ganz eng. Hatte ja doch deutlichen Vorsprung. Mal schauen. Und doch, es hat gereicht. Mit 0,7 Punkten Vorsprung vor Severin Freund und Andreas Wellinger. Damit zum ersten Mal in dieser Saison ist Andi Wellinger im Nachwuchs-Eurocup, also im normalen Weltcup, geschlagen. Und das erst im siebten Springen. Sind jetzt auch schon am 14.01. angekommen. Richie Freitag gewinnt und hat jetzt 440 Punkte. Aber damit kann man schon mal deutlich sagen, Andi Wellinger hat gewonnen. Der Nachwuchs-Eurocup geht an ihn. Es gibt noch einen Springen. Und er hat 155 Punkte Vorsprung. Glückwunsch dazu. Und dann geht es jetzt nämlich noch direkt weiter. Beziehungsweise wir machen hier ein kleines Folgenpäuschen. Sie haben eine neue Aufgabe für 600 Punkte im Nachwuchs-Eurocup. Grandissimo. Und damit haben wir das freigeschaltet. Ich spiele jetzt mal wieder die Woche durch, mache das Training, das Elende. Und dann sehen wir uns in Sapporo in Japan wieder. Dann geht's rüber nach Asien. Bis dann.